Um den Kindern in der Klinik Favoriten eine Freude zu bereiten, organisierte die Wiener Polizei eine heldenhafte Überraschung. Batman, Spider-Man, Wonder Woman und Co. schauten in der Klinik vorbei und seilten sich sogar vom Dach der Station ab. Hinter den Masken verbargen sich Beamte der Sondereinheit Vega, die ihre Uniform gegen das Superheldendress getauscht haben. An Action fehlte es auf jeden Fall nicht, denn auch der Polizeihubschrauber drehte im Tiefflug seine Runden über das Spitalsgelände. Bei der Aktion gab es auch hohen Besuch. Innenminister Gerhard Karner ließ sich die Aktion nicht entgehen und schaute persönlich vorbei. Es zeigt einfach, dass die Polizei gerade in Wien mitten im Leben steht, dass sie da ist, um den Menschen zu helfen und auch Freude zu bereiten. Wenn wir heute da sehen, mit welcher Freude die Kinder, die hier in der Klinik sind, zum Teil sehr krank sind, aber auch andere, die aus dem Kindergarten kommen, mit welcher Freude und Begeisterung sie den Superhelden zusehen. Und die Superhelden, das sind unsere Vega-Polizistinnen, unsere Vega-Polizisten, die auch das selbst mit großer Freude machen, weil sie den Beruf gerne machen und auch gerne Freude bereiten. Neben dem Auftritt der Beamten gab es auch kleine Geschenke für die Kinder, natürlich überreicht vom Lieblingshelden. Nicht nur die Kinder begeisterte das Spektakel. Auch das Spitalspersonal schaute den Polizisten gebannt zu. Ich glaube, es ist, macht sehr viel mit den Menschen, dass man sagt, man hat auch wieder Hoffnung, man erwartet sich etwas, man freut sich auf etwas. Und man hat auch gesehen, dass die Kinder, wie sie dann schon gewusst haben, dass sie kommen, genau auf den Tag sich hingefiebert haben, auf die Uhrzeit hingefiebert haben. Und somit haben sie eine Perspektive, glaube ich, auch. Und auch wenn es nur so kleine Aktionen sind, macht das schon ein Stück weit Vorfreude. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Für die Vega-Beamten ist die Aktion eine Herzensangelegenheit und eine willkommene Abwechslung zum sonst recht stressigen und harten Polizeialltag. Das tut richtig der Psyche gut. Wir haben ja tagtäglich mit sehr viel negativen Sachen zu tun. Und so wie ein Tag wie heute schafft schon wieder positive Energie für den Alltag als Polizistin. Favorit der Kinder war auf jeden Fall Spider-Man. Aber Herr Minister, haben Sie einen Favoriten? Ja, ich gestehe, mein persönlicher Favorit ist der Batman. Aufgrund seines Äußeren, aber auch aufgrund der Batman-Musik, die es dazu gibt, die ich immer besonders genossen habe. Mit der Einlage am Dach nicht genug, besuchten die Beamten im Superhelden-Look natürlich auch die Kinder, die nicht vor die Tür kommen konnten.